E-Bikes haben das Straßenbild in den letzten Jahren komplett verändert. Sie sind jetzt nicht mehr wegzudenken. Und sie haben auch das Leben vieler Menschen verändert, die zum Beispiel zum Pendeln vom Auto aufs Pedelec umgestiegen sind. Jetzt stellt sich die Frage, was hat sich denn in den letzten Jahren getan? Welche konkreten Neuheiten gab es bei Pedelecs und was können wir vielleicht erwarten? Darüber möchte ich gerne mit euch in diesem Video sprechen und jetzt viel Spaß dabei. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier bei Zweirad Express begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten zu diesem kleinen Video. Wir waren ja jetzt ein bisschen weg. Ich habe auch Anfang der Woche schon versucht, für euch ein Video aufzunehmen, aber da war Weltuntergang. Deswegen starten wir jetzt wieder durch. Nächste Woche Freitag kommt im Übrigen auch gleich wieder ein neues Video. Deswegen, wenn ihr jetzt noch nicht abonniert habt, dann holt das sehr, sehr gerne mal nach. Hier geht es jetzt wieder richtig los. Es geht um Neuheiten bei E-Bikes, bei natürlich korrekterweise ausgedrückt Pedelecs. Nur weil der Volksmund E-Bike sagt, sagen wir das eigentlich auch in diesem Video. Deswegen also nicht vertun. Es geht natürlich immer um Pedelecs mit elektronischer Tretunterstützung. Elektrofahrräder, nennt es wie ihr wollt. Punkt Nummer 1, den man immer noch vielfach sieht, der sich hier auch noch bei meinem Pedelec widerspiegelt, was ich aber persönlich nie wieder machen würde, ist das Thema, ja, Pedelecs sind ziemlich schwer und immer noch ist das Gros der Pedelecs wirklich ein Radpanzer, ne? Also ich glaube hier, die Karre, wie sie hier steht, wiegt so circa 27 Gramm. Wie gesagt, ich würde es für mich persönlich nicht mehr so anschaffen. Denn, und das ist eine schöne Entwicklung in den letzten Jahren, es gibt auch immer mehr Light-Fahrräder, mehr Pedelecs mit geringerem Gewicht. Dieses geringere Gewicht erkauft man sich leider immer noch primär über einen geringeren Akku, beziehungsweise eine geringere Akkukapazität. So sind diese Superlight-Modelle teilweise nur mit 400, mit 250, also mit relativ wenig Akkukapazität ausgestattet, währenddessen hier eben 750 Wattstunden drin sind. Und jetzt akklimatisiert sich das gerade so ein bisschen, dass man eben auch mehr Akku in einem leichteren Pedelec bekommt. Grundsätzlich ist das auch nochmal eine Sache, da denke ich wirklich an Neuerungen, wenn ich sage, oh, früher, also vor 3-4 Jahren, waren es tendenziell eher 625 Wattstunden, die man mit sich rumgefahren hat. Jetzt sind es 750 Wattstunden. Ja, Wahnsinn, was ist das für eine krasse Neuerung. Und auch, ja, dieser Superlight-Trend, eher überschaubar. Ja, dann ein Punkt, den ich mir viel, viel mehr wünschen würde, was es an Technologie gibt, aber die einfach in der Breite noch keine Anwendung findet, nämlich das ganze Thema elektronische Schaltung. Dass man, wenn man anhält, das dann runtergeschaltet wird. Zum Beispiel in den zweiten oder dritten Gang, je nachdem eben, was man eingeschaltet hat, dass man im Stand schalten kann. Dass man ja mehrere Gänge überspringen kann. Vom zweiten in den vierten, in den sechsten, in den achten. Und sowas gibt es ja grundsätzlich, ne? Also Shimano Multishift, also das ist jetzt nichts, was es nicht gibt, aber wie weit ist es verbreitet? Und ich denke, das wäre nochmal ein großer Hebel, wo auch die breite Masse der Pedelec-Fahrer wirklich von profitieren könnte. Also sowas ist geil, nur warum ist das nicht überall drin? Ne? Also das ist der Punkt und da würde ich mich freuen, wenn das noch weitere Anwendung findet, genauso wie das ganze Thema Konnektivität. Also ich stehe mit diesem Bosch Kiox auch in der aktuellsten Generation immer noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr da besser mit zurechtkommt oder nicht. Ich meine, es funktioniert. Man kann auch navigieren, man kann dies, das, jenes, man kann sich Routen anzeigen lassen, alles schön und gut. Aber ist das wirklich auf einem Level, wo man sich wirklich glücklich schätzt? Und was hat sich da in den letzten Jahren getan? Inkrementelle Weiterentwicklung oder so heißt das doch, oder? Zumindest habe ich das mal irgendwann vor langer Zeit in der Uni gelernt. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall gab es da keine großen Sprünge, zumindest in meinen Augen. Ihr könnt ja mal, bevor ich jetzt weiterlaber, schon mal in die Kommentare schreiben, welche Neuerungen hättet ihr euch mittlerweile gewünscht? Wo seht ihr ja irgendeinen großen Hebel, der uns das Leben allen noch besser und leichter machen könnte beim Pedelec-Fahren, wo vielleicht die Hersteller jetzt so ein bisschen hinterherhängen? Oder ja, was würdet ihr euch wünschen? Gerne unten in die Kommentare. Ein Punkt, den ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte, sondern erst für die Recherche dieses Videos gesehen habe, ist das komplette Thema E-Bike-Auto. Ja, aber da brauchen wir auch eigentlich gar nicht zu tief einsteigen, denn das ist was, was es so in der Praxis auch nicht gibt, wo aktuell noch keine Anwender, keine wie du und ich von profitieren, sondern das gibt es nur in der Theorie. Und um jetzt mal alle abzuholen, das ist sowas wie, ja, ich denke an den alten BMW C1 Roller oder wie der hieß, also letztendlich E-Bikes mit Kabine, also E-Bikes, die noch alltagstauglicher gemacht werden, indem sie eben einen Wetterschutz bekommen. Also wie gesagt, Richtung Kabinenroller. Teilweise habe ich auch schon überlegt, geht das dabei in Richtung dieser kleinen 45 km/h Autos, sowas eben auf elektronischer Basis eben von einem Pedelec-Hersteller wäre ja auch eine geile Sache, dass man eben diese kleinen Autos elektrifiziert, was
ja, eigentlich auch möglich sein müsste, oder? Zumindest sage ich das mal als Laie, das ist ein Punkt. Und ein riesengroßer Punkt, ich denke, das werden mir gerade diejenigen von euch ja unterschreiben, die in den städtischen, in den Ballungsgebieten wohnen, ist, und das sagt auch der Verkehrsclub in Deutschland, dass die Infrastruktur für Fahrräder überhaupt nicht mehr passt. Und weil ja auch viele durch die E-Bikes, durch die Pedelecs auf die Räder geholt wurden, die vielleicht vorher nicht Fahrrad gefahren sind, ja, hält da die Infrastruktur einfach nicht mehr mit. Die Fahrradwege sind zu klein, zu schmal, zu wenige. Und gleiches gilt jetzt zum Beispiel auch für die Infrastruktur, um mal so ein E-Bike, so ein Pedelec unterwegs nachzuladen. An welcher Raststätte, ja, an welchem Café oder so geht das bisher? Oder auch an öffentlichen Einrichtungen? Ja, man sieht vielleicht mal vereinzelt Ladestellen für Elektroautos, aber wie viel gibt es da tatsächlich schon für Pedelecs? Vielleicht auch, weil da einfach auch nicht so die Lobby da ist, oder vielleicht auch nicht, weil da ein Hersteller ist, wie zum Beispiel im Autobereich Tesla einfach war, die jetzt einfach en masse diese, ja, Tankstellen letztendlich in den Markt gedrückt haben installieren lassen etc. Sowas sehen wir aktuell in dem Maßstab leider noch nicht. Und verständlicherweise ging es in den Corona-Jahren, nenne ich sie jetzt einfach mal so, gerade so 2020 bis 2022, natürlich für die Hersteller primär darum, wirklich Stückzahl zu machen, um einfach diese gigantische Nachfrage zu bedienen, obwohl ja die Lieferketten total angeschlagen waren, teilweise komplett in, ja, kaputt waren einfach, ne? Die kriegten weder die Teile noch die Akkus, das Material für die Akkus, also es war wirklich sehr, sehr problematisch. Das heißt also, hier gab es einen gigantischen Nachfrageüberhang. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass man gar nicht die Fahrräder bekommen hat und die Händler grundsätzlich konnten verkaufen, wenn sie das Rad hatten. Also verkauft hat tatsächlich der Händler, der eben das Rad hatte. Von Rabatten war überhaupt nicht die Rede. Und natürlich, zum Glück, hat sich das wieder ein Stück weit erholt und ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, dass man als Hersteller dann wirklich sich darauf fokussiert hat, wir müssen jetzt Stückzahlen von den aktuellen Modellen machen, sodass da in diesem Zeitraum auch nicht so viel, ja, Innovationsarbeit geleistet wurde, aber seitdem ist es für mich auch tendenziell überschaubar. Stimmt ihr mir zu? Stimmt ihr mir überhaupt nicht zu? Wie gesagt, gerne in die Kommentare. Was fehlt euch? Auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das war so ein kleiner Brainstorm hier in Videoform. Deswegen also lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut euch gerne hier noch ein Video an. Und hier über dem Rad ist der Button zum Abonnieren. Würde mich auch darüber freuen. Wir sehen uns hier nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.